erster Stopp auf dem Weg nach Isfahan. Wir tanken hier gerade das Auto. Ein Liter kostet 5 Cent. Ein Liter Benzin 5 Cent. Oh mein Gott. Was auch typisch ist bei den Iranern, mega komisch für euch vielleicht, aber ist schon seit ich denke an immer so gewesen. Erstmal er hier. Was ist mit dem los? Auf jeden Fall, was typisch ist bei den Iranern, dass alles, was sie neu kaufen, immer direkt noch in Folie eingeschweißt bleibt sozusagen. Guck mal hier. Geh mal kurz nach vorne. So wie die Sitze hier. Oder die Fernbedienung zu Hause, die Möbel zu Hause, da ist überall noch Folie drauf, damit alles schön neu bleibt. Cool, keine Ahnung, was da los ist. Aber es war schon immer so. Und das wird anscheinend auch genauso bleiben. Wir wurden gerade geblitzt auf der Autobahn. 2 Sekunden später haben wir direkt eine SMS bekommen, dass wir geblitzt wurden. Also wir haben es noch nicht mal gesehen. Nur durch die SMS haben wir es dann erfahren. Also was sowas angeht, sind die auf jeden Fall richtig schnell. Komplette Katastrophe. 30 Kilometer zu schnell gefahren, kostet 2,50 Euro. Für uns ist es natürlich wenig, aber für die Leute hier ist es natürlich eine Menge Geld. Aber wenn du herkommst mit Euro, hast du hier auf jeden Fall ein schönes Leben. Gibt es noch Salz und Pfeffer? Als erstes, das ja. Allerbeste, Zwiebeln. Schön rohe Zwiebeln isst man hier, das gehört auf jeden Fall dazu. Magst du wirklich, ja? Ja, krass. Es ist 10:30 und er beißt eine rohe Zwiebel. Sehr gut. Und jetzt? Also da kann man nicht viel falsch machen, aber genau. Brot musst du dazu nehmen. Ist es warm? Ja. Ist warm, ja. Da ist so ein Loch mehr. Salz? Braucht jemand Salz? Merci, ja. Und Tee gibt es natürlich auch. So, was typisches im Iran, das packt man in den Tee rein. Kannst du ja mal machen. Einmal rein. Das ist, wie nennt man es, Kandis. So als Zuckersatz. Kilometer vor Isfahan. Wir sind jetzt knapp 4,5 Stunden gefahren. Wir müssen jetzt noch mal kurz tanken. Jeder Haushalt bekommt eine Tankkarte vom Staat. Damit kann man bis zu 200 Liter tanken. Mit der Karte bekommt man sogar um die Hälfte günstiger. Ich glaube, ich vorhin 5 gesagt, aber es sind glaube ich so 3-4 Cent. Für uns mit der Karte kostet es so ungefähr 1,5 Cent pro Liter. Und so sieht ein Perser aus und auch ein Hotelzimmer im Iran, in Isfahan. Wir sind angekommen, da werde ich schlafen, da wird Dennis schlafen. Die wollten eben gerade auch seinen Pass behalten, direkt an der Lobby. Das ist wohl so hier im Iran, dass sie in Hotels den Pass einbehalten, den originalen Ausweis. Das hat der junge Mann aber nicht mit sich machen lassen. Nee. Du hast gesagt, nee. Was hast du gesagt? Nee. Erklär damit, so läuft das nicht. Und dann musste er unterschreiben, dass er es bekommen hat und durfte ihn behalten. Ich übrigens auch. So, wie sieht es jetzt hier aus? Gehen wir doch mal raus. Ah, okay. Wir haben die Seite zur Straße hin. Und so sieht es hier im Hotelgarten aus. Auf jeden Fall crazy groß. Richtig schönes Hotel. Schön zentral und groß. Die Zimmer habt ihr gesehen. Nichts Besonderes, aber alles andere wunderschön. Und Frühstück gibt es hier auch. Guck mal, wie es morgen früh so aussieht. Und das ist der Deutsche. Und wie fühlt es sich an? Zweiter Tag Iran. Ganz kommod, würde ich sagen. Ja. Genau, kommod. Kommod ist österreichisch. Klares, verständliches Deutsch. Ja, ist gut. Außer, dass ich mich geärgert habe, gerade ein bisschen wegen dem Reisepass, aber sonst passt es gut. Ja, das habe ich schon erzählt. So, jetzt sind wir bei der nächsten Attraktion. Und zwar geht da jetzt gleich irgendwo einer hin, entweder zu dem oder zu dem. Wackelt den Turm, den einen,
der andere bewegt sich mit, warum auch immer. Der Turm wird seit 400 Jahren so rumgerüttelt und es passiert einfach nichts. Wir haben uns ja einen Taxifahrer besorgt, der uns jetzt zu den ganzen Sehenswürdigkeiten fährt. Und jetzt ist uns gerade aufgefallen, der gerade im Turm war und gewackelt hat, ist unser Taxifahrer. Also wie das zustande kam, keine Ahnung, werden wir gleich mal checken. Auf jeden Fall war es jetzt nicht so spektakulär. Aber es ist auf jeden Fall eine Sehenswürdigkeit hier in Isfahan. Kann ich jetzt nicht wirklich empfehlen. Aber ja, wir haben es gesehen. Es hat jetzt genau 3 Minuten gedauert. Und jetzt geht's weiter mit dem gleichen Taxifahrer, der jetzt da oben gerade ist. Okay, was sagen Sie dazu, dass Sie erst unser Taxifahrer sind und dann da oben auf den Turm gehen und den Turm wackeln? Was ist da los? Keine Sorge. Er ist fertig. War anstrengend. Es ist wirklich, wir dachten erst, wir haben falsch geguckt, aber er war gerade wirklich im Turm und jetzt fährt er uns zur nächsten Attraktion. Das ist ein Bekannter und wir haben ihn gefragt, ob er das machen kann. Deswegen hat er das gemacht. Jetzt ist er fix und fertig und fährt uns jetzt mal weiter. Taxifahrer-Missbrauch, der ist komplett durch jetzt. Ja. Ein kleines Update, in Isfahan gibt es irgendwie mittags oder bis Iftar ist gar nichts zu essen. Wer war da, wo wir überall waren, ich habe schon richtig schlechte Laune, trockenen Mund, gar keinen Bock mehr. Falls ihr euch fragt, wo Dennis ist, der ist erstmal schön in der Moschee, genau da vorne, zeige ich euch gleich. Und der guckt sich die an. Der will auch jede Moschee sehen. Der will unbedingt rein und den Flair verspüren. Keine Ahnung. Nichts für mich, aber sehr ihm gegönnt. Da hinten ist er gerade drin. Salam. Salam. Was machst denn du hier? Salam. Ich habe dich die ganze Zeit gesucht. Ja, ich habe schon erzählt, dass du in der Moschee warst. Hast du auch so einen Hunger, Mann? Ja. Ich habe so einen coolen Namen. Schau dir das an. Guck mal, da war er drin. Das ist unglaublich cool. Das ist mega schön. Da war ich leider nicht drin, lieber zu, aber von außen ist die auch mega. Was ist hier los? Das, was ihr gerade gehört habt, war unter der Brücke hier. Überall, wo sie können, tummeln sich die Menschen, singen, tanzen. Alles, was man eigentlich nicht machen darf. Aber es ist auf jeden Fall alles schon ein bisschen lockerer als vor 20 Jahren circa. Hier wird dann ein bisschen getanzt, gelacht. Und auch mal unter der Brücke eine Secret Party gemacht. Zum Abschluss des Abends ein Sandwich, ich liebe das. Das ist einfach nur mit Wurst, Tomaten und Gurke. Dennis feiert es gar nicht. Überhaupt nicht. Aber es sieht doch wunderschön aus. Okay, wollt ihr mal schauen? Warte. Wunderschön. Es schmeckt gut. Ich weiß nicht, was da für ein Problem hat. Es schmeckt einfach nur nee. Gut. Dieser Mann hat heute Essen weggeschmissen. Das ist eklig, war. So sieht ein Döner aus im Iran. Türkisch Kebab in einem Sandwichbrot. Zwiebeln, Tomaten, Gurke und scharfe Soße. Und was darf nicht fehlen, Jackie? Oh, gut. Gut? Ja. Der Döner war minimal besser als das andere Sandwich, was er nicht essen wollte. Aber ging beides, finde ich. Und jetzt such mal was Süßes. Was willst du denn essen? Nachtisch und auf jeden Fall noch einen Tee. Meine Schwester holt jetzt Tee und ich freue mich drauf. Typischen iranischen Tee. Ja, wir sagen dazu Chai. So, wir hatten doch keine Lust mehr auf was Süßes. Wir haben uns jetzt ein Falafel geholt. Was gut hier an Iran ist, dass mal alles in den Sandwichboten ist. Mega geil, ich liebe das. So, auf jeden Fall richtig lecker. Falafel muss frisch gemacht werden. Also diese ganzen TK-Falafel-Dinger, die gehen leider gar nicht. Fuck my life. 3.55 Uhr, die Sonne ist noch nicht mal aufgegangen. Und da singt schon jemand für uns. Okay, gute Nacht. Ja. Sobechel, so sieht das morgens hier im Hotel aus. Ja.
gestern Abend schön die Sonnenbrille verloren. Jetzt bin ich am Arsch. Hier sind wir am Meydune Nakhche Jahan. Vielleicht hätte ich nochmal Glück gehabt und ich finde meine Sonnenbrille. Aber natürlich nicht. Ich werde mir jetzt gleich mal eine neue irgendwo besorgen. Mal gucken. Neuigkeiten, ich habe wieder eine Sonnenbrille, ich kann wieder gucken, ich habe den Durchblick. Die hat 2 Euro gekostet umgerechnet, so sieht sie wahrscheinlich auch aus, aber egal, sieht fast so ähnlich aus wie meine alte. Und wir haben einen Geheimtipp bekommen, wo es Kaffee gibt. Jetzt haben wir hier Café Yamo gefunden. Wir waren gerade drin, das habt ihr im Hyperlapse gesehen. Wir mussten reingehen, damit uns draußen keiner sieht. Ein ganz kleiner süßer Laden, der Typ richtig korrekt gewesen. Also wenn ihr mal in Isfahan seid, warum auch immer, kommt hierher und lasst einen schönen Gruß von mir da. Hello! Dritter Tag, Iran. Was sagst du? Beginnt sehr, sehr gut. Ja, beginnt gut. Diese Gastfreundlichkeit, das ist einfach nur wieder schön. Richtig schön. Ja, kann ich auch jedem empfehlen. Hört nicht auf die Nachrichten. Am besten, ihr habt hier jemanden, der Iranisch kann. Sonst kann es ein bisschen kritisch werden. Farsi heißt das. Farsi, genau. Und dann habt ihr hier eine schöne Zeit. 180 Grad Schwenk und dann zeigt den Leuten, wie schön es hier ist. Wow. Wow, Bambule. Und einmal. Ja, du sitzt vorne. Das ist eine richtig alte Geschichte. Hast du was gemacht? Nö. Und natürlich darf das Glas für den Chai nicht fehlen. Immer am Mann.